Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Und ja, Subtino, also den lieber nicht ansprechen. Hier ist noch ein Templer, hier ist ein Gattist. Nichts ganz Interessantes und hier kommt man da runter, ne? Warte mal kurz. Ich habe doch jetzt keinen Gott mehr, ne? Glaube ich, oder? Na, ich probiere es erstmal wieder ohne. Das ist ja das Schöne, wenn ich spiele und den nicht ausmache, also und der nicht immer wieder automatisch angeht, dann ist wie so ein Uhrwerk von Patek Philippe. Dann kann ich ja auch mal zwischendurch wieder ohne. Wie soll das denn? Ja. Das kann man natürlich auch machen. Hi. Ha. Wenn Dick. Was hast du denn für ein Dick? Ah, der spricht mich gleich bestimmt an, ne? Hallo, ich habe dich hier noch nie gesehen. Nicht? Nicht. Daneben nicht. Eine Fackel, die ist nützlich. Eine Fackel, die ist hell. So, Budela. Noch ein Budela. Ein Aleph. Die Wachen erwischen mich nie. Was? Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Ach, in Ordnung. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Mhm. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Ohne zu wissen, was ich für Informationen kriege, nicht. Du weißt ja, wo du mich findest. Wieso kann ich denn... Ja, machen wir das? Sind wir böse? Nein. Nein. Wir sind nicht böse. Ausnahmsweise nicht. Ich meine, ich könnte ein richtiges Arschloch sein, klar. Aber... Ich glaube, ich habe noch derzeit mehr davon, wenn ich geile Leitern. Wenn ich noch ein paar Informationen von dir kriege. Will ich jetzt mal so behaupten. Wow. That was close. Geht denn hier noch weiter runter? Ne, das ist eine Sackgasse, da komme ich nur hoch. Da sieht es aus, als würde es weiter runtergehen. Also auch top Sicherheit, also ich würde sagen, wirklich top. Eigentlich müssten die hier noch so einen Sterbepapagei hinstellen, ne? Fällt mir so auf. So einen singenden Papagei oder wie dieses Ding heißt. Halt diese Teile, die wenn die aufhören zu... So einer. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Okay. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Ich frag einfach nicht. Ich lass mich einfach
darauf ein und Aaron Troschke. Was machst du hier? Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Bevor ich irgendwas hier falsch mache, speichere ich lieber. Riesigen Erzbrocken gefunden. Ich habe gehört, dass Banditen in der Mine sind. Ian schickt mich. Nein, die Butler haben einen riesigen Erzbrocken gefunden. Das ist, glaube ich, realistischer. Die Butler haben einen riesigen Erzbrocken gefunden. Na und? Den musst du dir unbedingt ansehen. Vergiss es. Ja, aber ich habe gehört... Ich habe gehört, dass Banditen in der Mine sind. Sie wollen das Erz. Hältst du mich für blöd? Das würden sie niemals wagen. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Ja. Er will dir kräftig in den Arsch treten, weil du so faul bist. Na, das ist doch nichts Neues. Geh weg! Huch! Falsche Taste gedrückt. Kluges Köpfchen. Ja. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Ja, Er will dir eine Belohnung für deine guten Dienste geben. Ach, tatsächlich. Ich glaube, du gehst jetzt besser. Ach Gott, wieso drück ich denn immer Leertaste? Wahrscheinlich, weil ich Dialoge mit der Leertaste bestätigen muss. So, dann ein normal. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Zum Glück funktioniert hier Trial and Error. Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Jetzt bin ich ganz, ganz, ganz klar. Oh. Ja, so viel zu dem Thema. So. Was soll denn das? Ich würde mal gerne was wissen. Okay, ob ich das... Also das ganz ehrlich... Wer hat denn so ein System entwickelt? Da muss ich neu laden, weil das sind mir zu viele Dietriche, ganz im Ernst. Aber macht er das lieber. Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Scheiß drauf. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Ja, wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist keine gute Idee. Oder es ist ein gutes Geschäft gewesen. Was haben wir denn da? Heilung. Ein Bier. Was haben wir hier? Absolut gar nichts. Geil. Richtig geil. So, ich habe irgendwie aber trotzdem noch das Gefühl, das geht nicht gut. Der Mückenstich im linken Ellbogen. Glaube ich. Also es fühlt sich so an. Rahmkraut, Höllenpilz. Was warst du hier? Ulbert? Ich nehme erstmal das Essen weg, ne? Was ist hier denn so? Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. Ja, aber wie jetzt? So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie?
Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Ich glaube. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich vorbei! Ja, gut. Das weiß ich auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Gehen die Kisten überhaupt auf? Ich glaube, die gehen gar nicht auf. Die rechte. Also ich bin ganz ehrlich eher ein Fan von Dietrichs System, wo man selbst ein bisschen Skill machen kann und nicht, ja, es funktioniert nicht. Also hast du verkackt. Eigentlich müsste ich jetzt sehr schnell sein und zu Aleph gehen, denen den Schlüssel abkaufen, damit ich hoffentlich einen größeren Wert in dieser Kiste finde. Das ist doch nicht Aleph, ne? Das ist Snipes, Wesley Snipes. Also ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, wo war denn dieser Drecksack jetzt nochmal? Wo war der? War die hier? Diese Mine bringt mich ein bisschen durcheinander. Aber hier ist das schon. Oh, was ist denn das für eine Musik? War Skill. Also das Skill ist real. Wirklich. Muss man da mal ganz klar sagen. Nee, war nur der Balkon. So, an Snipes vorbei. Also es gibt ja Spiele mit schlechter Steuerung. Dann gibt es Devil May Cry und Legend of Zelda. Und noch schlimmer, Gothic 1. Also es ist schon so eine ernstzunehmende, reale Abstufung der Schlechtigkeit. Aleph am Schürfen? Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. 15, 30, 50 direkt. 50 Erz sind mehr als genug für dich. Überaus großzügig. Hier ist der Schlüssel. Und nimm auch diesen Ring. Mir hat er immer Glück gebracht. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. So, ich glaube... Ja, mein... Das heißt, mein Kredit ist aufgebraucht, ne? Artefakte. Oh.
Ich hab. Ich weiß das doch nicht mehr, ob ich einen Kredit habe oder nicht. So. Wenigstens habe ich jetzt einen Schlüssel. Und hoffe, dass mir das gebracht hat. Wenn nicht, habe ich 50 Erz an einem Hochstapler verloren. Aber ich habe letztens Catch Me If You Can geguckt. Von daher ist das nicht so schlimm. Ich weiß nie, wo lang. So. Kann man sich ein paar Millisekunden sparen. Das ist auch schneller. Hier geht's da dran vorbei. Der Hoffnung, hier speichern zu müssen. Dass der dann nicht mehr ist. Nö. Licht. Nicht ganz unnötig. Ein paar Zauber. Es hat sich gelohnt, mein Freund. Fuck. Das hat sich gelohnt. So. Ich speichere hier mal lieber, bevor ich da irgendwas falsch mache. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Ja, verarscht. Hey, vermisst du nicht dein Schlüssel? Ich habe ja gespeichert. Hey, vermisst du nicht deinen Thronschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz. Wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Okay. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also wie abgemacht, hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Okay. Wie gut. Ian! Mensch! Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ah, okay. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Ja. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Okay. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Das ist korrekt. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Ach ja, die Nordmine von Nordmar, also da fährt man da erst in Gothic 3 von. Mensch. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Ich wollte noch mal sagen, ich liebe das ja, wenn schon in so einem Spiel so ein komplettes Universum existiert und die halt von allen Teilen, so wie in Skyrim oder hier in Gothic, so direkt alles
Nicht toll. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Okay. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Okay. Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Oh. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Nein. Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Ach ja. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Das bezweifle ich. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Das bezweifle ich, Wick Grimes. Alberto, du machst tolle Pizzen. Bei dir kann ich tauschen? Jupp, alles was du willst, wenn du Erz hast. Oh, der hat gar nicht so viel Erz, wie ich gedacht hätte. Ich hoffe, der ist nicht so verbuggt. Ja, da werde ich nicht so viel rausholen können, ist das Problem. So. Kann ich noch 3 drauflegen, dann ist das fair. Wieso funktioniert das denn nie? Wenn ich jetzt was esse, mir das was? Das funktioniert nicht. Ich darf nicht mit diesen Leuten handeln. Naja, bis zur nächsten Folge und tschüss.